Auch die Kanzlerin kommt als Barbie sehr geschmeidig daher. Wieder beim TÜV Rheinland. Wöchentlich schlägt die Europäische Giftzentrale Alarm. So, die nächsten Testkandidaten. Hier würde ich sagen, gehen wir auf Azofarbstoffe. Und bei den übrigen auf Weichmacher. Allein im Januar 2009 wurden mehr als 1300 belastete Kinderspielzeuge in ganz Europa gefunden. Der TÜV macht regelmäßig Testkäufe und ist eines der wenigen unabhängigen Labore, das die Hersteller kontrolliert. Die Tests sind kompliziert und kosten viel Geld. Man kann nur die Chemikalien nachweisen, die bereits bekannt sind und nach denen man gezielt sucht. Hauptsächlich wird nach unseren üblichen Verdächtigen gesucht: Azofarben und Weichmacher. Wir haben verbotene Weichmacher gefunden. Wir haben in den Textil Azofarbstoffe gefunden. Also das gesamte Innenleben roch schon total unangenehm. Also diese Puppe ist hochgradig, eigentlich ist es Sondermüll und gehört so nicht auf den deutschen Markt. Und als einziges Merkmal für den Inverkehrbringer kann man hier sehen, da ist Made in China. Diese Puppen haben wir jetzt auch über Testkäufe bekommen. Auffällig war hier, dass keinerlei deutsche Aufschriften drauf waren. Das heißt, allein schon aus diesem Mangel heraus dürften diese Sachen hier so gar nicht verkauft werden. So, und dann haben wir sie uns halt unter dem Aspekt der Schadstoffe angeschaut und haben auch hier wieder verbotene Weichmacher gefunden. Das heißt, wenn es hier zu einem längeren Kontakt kommt, dass das Kind daran Speichelkontakt, wie auch immer, dann kann es schon durchaus gefährlich werden. Maries Puppe ist alt. Seit dem Jahr 2007 dürfen bestimmte gefährliche Weichmacher in der EU nicht mehr verwendet werden, um Puppen geschmeidig zu machen. Einige Weichmacher stehen sogar unter dem Verdacht, Scheidenkrebs erzeugen zu können. Deutsche Firmen verweisen darauf, sie hielten sich an das EU-Verbot. Auch die Gesundheit von Jungs wird nicht von Weichmachern verschont. Die Folgen könnten dramatisch sein. Die Zeugungsfähigkeit im Erwachsenenalter nimmt ab, da die Spermiendichte sinkt. Drei Jahre lang wurden Urinproben von 1700 Kindern hier im Umweltbundesamt in Berlin untersucht. Die Proben stammen aus allen Teilen und allen sozialen Schichten Deutschlands. In dieser Zeit waren die Weichmacher in Europa längst verboten. Uns liegen jetzt die Ergebnisse dieser Studie vor. Sie sind bedrückend. Keine Urinprobe war frei von Schadstoffen. Das hat selbst die Expertin des Amtes verblüfft. Allein der Befund, dass es kein Kind gibt, das diese Stoffe nicht im Urin hat oder ihre Abbauprodukte, ist aus unserer Sicht besorgniserregend. Insbesondere, weil diese Stoffe eben auf wie Hormone wirken und insbesondere die Entwicklung und die Funktion des sich entwickelnden Hodens kleiner Jungs beeinträchtigen können. Das ist unser Hauptbedenken, weil wir gleichzeitig sehen, dass die Spermaqualität der Männer in Deutschland in den letzten 50 Jahren deutlich abgenommen hat. Wir haben immer mehr junge Männer, die so wenig Spermien im Ejakulat haben, dass sie wahrscheinlich keine Schwangerschaft mehr produzieren können. Das Gift, das im Container zurückkommt, obwohl es hier verboten ist, könnte viele Deutsche unfruchtbar machen. Experten schlagen Alarm und fordern deutlich bessere Kontrollen für Arbeiter und Verbraucher. Diese Puppe ist hochgradig, eigentlich ist es Sondermüll und gehört so nicht auf den deutschen Markt. Und als einziges Merkmal für den Inverkehrbringer kann man hier sehen, da ist Made in China. Diese Puppen haben wir jetzt auch über Testkäufe bekommen. Auffällig war hier, dass keinerlei deutsche Aufschriften drauf waren. Das heißt, allein schon aus diesem Mangel heraus dürften diese Sachen hier so gar nicht verkauft werden. So, und dann haben wir sie uns halt unter dem Aspekt der Schadstoffe angeschaut
und haben auch hier wieder verbotene Weichmacher gefunden. Das heißt, wenn es hier zu einem längeren Kontakt kommt, dass das Kind daran Speichelkontakt, wie auch immer, dann kann es schon durchaus gefährlich werden. Maries Puppe ist alt. Seit dem Jahr 2007 dürfen bestimmte gefährliche Weichmacher in der EU nicht mehr verwendet werden, um Puppen geschmeidig zu machen. Einige Weichmacher stehen sogar unter dem Verdacht, Scheidenkrebs erzeugen zu können. Deutsche Firmen verweisen darauf, sie hielten sich an das EU-Verbot. Auch die Gesundheit von Jungs wird nicht von Weichmachern verschont. Die Folgen könnten dramatisch sein. Die Zeugungsfähigkeit im Erwachsenenalter nimmt ab, da die Spermiendichte sinkt. Drei Jahre lang wurden Urinproben von 1700 Kindern hier im Umweltbundesamt in Berlin untersucht. Die Proben stammen aus allen Teilen und allen sozialen Schichten Deutschlands. In dieser Zeit waren die Weichmacher in Europa längst verboten. Uns liegen jetzt die Ergebnisse dieser Studie vor. Sie sind bedrückend. Keine Urinprobe war frei von Schadstoffen. Das hat selbst die Expertin des Amtes verblüfft. Allein der Befund, dass es kein Kind gibt, das diese Stoffe nicht im Urin hat oder ihre Abbauprodukte, ist aus unserer Sicht besorgniserregend. Insbesondere, weil diese Stoffe eben auf wie Hormone wirken und insbesondere die Entwicklung und die Funktion des sich entwickelnden Hodens kleiner Jungs beeinträchtigen können. Das ist unser Hauptbedenken, weil wir gleichzeitig sehen, dass die Spermaqualität der Männer in Deutschland in den letzten 50 Jahren deutlich abgenommen hat. Wir haben immer mehr junge Männer, die so wenig Spermien im Ejakulat haben, dass sie wahrscheinlich keine Schwangerschaft mehr produzieren können. Das Gift, das im Container zurückkommt, obwohl es hier verboten ist, könnte viele Deutsche unfruchtbar machen.